Ich glaube, Professor wird man letztlich dann aus Versehen. Das heißt, man kann es nicht planen. Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Renner. Ich bin 58 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin seit März 2011 hier an der Hochschule München. Ich habe also ganz traditionell Abitur gemacht, habe dann aber nach dem Abitur eine Lehre auf der Baustelle gemacht, allerdings nicht jetzt mit Ziegelstein, sondern mehr mit Metall. Metallbauer, Fenster, Treppen, Türen, solche Dinge. Und habe nach der Ausbildung gearbeitet, habe dann erst angefangen zu studieren. Und die Arbeitsmarktsituation damals war schlecht für Absolventen der Universität. Ich habe in Stuttgart studiert und ich habe aus der Not eine Tugend gemacht und hatte die Möglichkeit, an der Hochschule zu bleiben, zu promovieren. Ich wurde nach der Promotion dann in einem mittelständischen Unternehmen verantwortlich für Ventilatoren. Und dann kam auf einmal ein Angebot aus China. Ich könnte doch mal nach Shanghai kommen und Vorlesungen halten. Und so wurde ich im September 2003 Dozent in Shanghai. Meine Frau habe ich dort kennengelernt. 2005 haben wir in Shanghai geheiratet. Die Kinder sind in China geboren und die deutsche Schule in China kostet relativ viel Geld. Und dann haben wir uns überlegt, wo wir die Zukunft gestalten wollen. Ein Kollege hier, aktuell noch im Kollegenkreis, hatte Lehrexport und der hatte den Auftrag der Hochschule München. Da hat sich einer aus China auf eine Stelle bei uns beworben. Mach doch mal mit dem ein Gespräch. Und das heißt, das erste Bewerbungsgespräch hat in Shanghai stattgefunden. So kam der Kontakt zur Hochschule München zustande und so kam dann auch der Umzug und 1. März 2011 wurde ich hier berufen. Spannende Frage. Ich habe vorher schon erwähnt, ich habe eine chinesische Frau. Das heißt für mich schön, ich kann chinesisches Essen genießen. Aber das ist natürlich nicht alles. Was für mich in China prägend war, war die Geduld. Ja, ich glaube, wenn man Konfuzius, da gibt es so ein Sprichwort, frei übersetzt würde ich sagen, alles dauert so lange, wie es eben dauert. Ja, man ertappt sich ja selber dabei, wie man was macht, im Kopf aber eigentlich schon die nächste Aufgabe probiert. Ja, und im Endeffekt muss man feststellen, hättest du eins nach dem anderen gemacht, wärst du in der Zeit geschickter gewesen, effizienter gewesen. Also das heißt, Geduld ist was, was die Chinesen mir beigebracht haben. Alles dauert seine Zeit und wenn es fertig ist, dann machen wir das nächste.